Ja, super. Hallo, ich kann mich gut hören. Ganz lieben Dank für die Einleitung, Tortinia. Die war wirklich sehr akkurat und beschreibt im Prinzip, was ich glaube, was die wichtigste Aufgabe ist, die wir in der KI-Community in dieser Dekade tatsächlich lösen müssen. Also ich glaube, wir haben dieses große, wahnsinnige Feld der Foundation-Modelle, General-Purpose-AI-Modelle, die wirklich immer besser werden, immer besser werden. Aber die große Herausforderung, warum ich hoffe, dass, wenn wir uns hier nächstes Jahr treffen, deutlich mehr Hände in die Luft gehen, wenn ihr die Frage kriegt, ob ihr KI nutzt, ist, dass die KI oft einfach nicht das macht, was sie machen sollen. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, KI verlässlicher zu entwickeln, dann schaffen wir es viel mehr, diese tollen KI-basierten Applikationen, von denen wir schon so lange gehört haben, die wir schon so oft bepriesen bekommen haben, wie toll sie doch sind, auch wirklich regelmäßig und verlässlich einsetzen können. Fangen wir an. Mein Name ist Jan Zawadzki, wie schon gesagt. Ich war 7 Jahre lang im Volkswagen-Konzern unterwegs und habe mich lange damit beschäftigt, wie können wir KI für hochautonome Fahrsysteme besonders einsetzen. Und ich glaube, die Learnings, die wir daraus gezogen haben, wie man KI im autonomen Fahren entwickelt, dass sie auch auf andere Industrien anwendbar ist. Und wir haben, es gibt einen offiziellen Prozess, der ist auch publiziert, den ich euch nachher ein bisschen näher beibringen möchte, zusammen mit einer Risikomitigationsstrategie, die zum Beispiel auch vom Fraunhofer IAIS-Institut entwickelt wurde. Und die Kombination von beidem plus externe Tests kann sehr helfen, die Verlässlichkeit von KI-Applikationen herzustellen. Fangen wir erstmal an, grob, warum solltet ihr euch über das Thema künstliche Intelligenz interessieren? Man liest es immer mehr in den Medien, es gibt den EU AI Act, es gibt Regulationen dazu, es gibt GPT-4 und ChatGPT, die in kürzester Zeit bis auf mehr als 100 Millionen User mittlerweile gewachsen sind. Also es gibt schon viele Anwendungsfelder, wo künstliche intelligenzbasierte Applikationen Mehrwert bringen können. Was ich immer ganz gerne sage, dass KI nicht einfach nur ein ganz normales Werkzeug ist, sondern schon ein besonderes Werkzeug ist. Also KI funktioniert zum Beispiel anders als traditionelle Softwareentwicklung. In der traditionellen Softwareentwicklung schreiben wir Wenn-Dann-Regeln, die können wir testen, da können wir Tests ausführen und auch mathematisch validieren, dass die Software das macht, was sie machen soll. Das ist auch einer der Gründe, warum wir sicher Software in Flugzeugen, in Atomkraftwerken einsetzen können. Mit der KI funktioniert das nicht mehr so einfach. In der KI ist der Code, sind die Daten und die Algorithmen und die Gewichte, die daraus gelernt werden für manche Applikationen. Das Spannende an KI ist, dass es einfach datenbasiert ist. Und überall, wo wir Daten aufnehmen, kann man mit künstlich intelligenzbasierten Applikationen Mehrwert schaffen. Und so schaffen wir es auch durch KI in unterschiedlichsten Industrien Mehrwert hoffentlich in Zukunft zu schaffen. Also das Potenzial ist erstmal da. Ich möchte noch eine ganz kurze Geschichte von SoftBank gerne aufgreifen. Also SoftBank ist einer der größten Venture Capital Funds der Welt. Die haben mehr als 100 Millionen Euro investiert. Und wenn man jetzt mal von der Performance absieht, ist das Framework, wie sie über KI nachdenken, sehr spannend. Sie zeigen nämlich Parallelen zu der Marktkapitalisierung von internetbasierten Unternehmen. Also man sieht hier ganz schön, der blaue Pfeil ist die Marktkapitalisierung von Unternehmen in den letzten 20 Jahren, die sich auf das Internet und internetbasierte Businessmodelle fokussiert haben. Und die ist sehr schön gewachsen zusammen mit dem exponentiellen Wachstum an Internet-Traffic. Also je mehr die Leute das Internet genutzt haben, desto mehr Möglichkeiten gab es, basierend auf diesen Internetnutzungsdaten Mehrwerte zu schaffen. So. Was können wir für das Thema Daten und KI vorhersehen? Ich bin überzeugt davon, dass wir immer mehr Daten in Zukunft haben werden. Da gibt es die Studien dazu, aber einfach nur denklogisch, wenn man drüber nachdenkt. Es wird immer einfacher, Daten zu speichern, es wird immer billiger, Daten zu speichern, es wird billiger, Daten aufzunehmen, die Sensorik wird immer günstiger, es wird einfacher, die Sensorik mit dem Internet zu verknüpfen und es wird immer einfacher, diese Daten zu lesen. Und alleine dieses exponentielle Wachstum an Datenverfügbarkeiten von richtigen Daten gibt uns die Möglichkeit, mit KI-basierten Applikationen hoffentlich in Zukunft noch mehr Mehrwert zu schaffen. Dann gibt es noch andere Studien, die auch vorhersagen, wie viel Mehrwert mit KI in der Zukunft gelingen kann. Hier das Hauptbonbon, das ich immer sagen möchte, wenn wir uns darauf verlassen können, dass die KI das tut, was sie denn wirklich tun soll. Was kann schiefgehen, wenn die KI nicht tut, was sie tun soll? Im schlimmsten Fall können Menschen sterben. Ja, es gab tödliche Unfälle mit autonom fahrenden Fahrzeugen. Und da ist es, denke ich mal, absolut sinnvoll, dass KI-Applikationen als Teil der Homologation in Fahrzeugen auch extern getestet werden. Ja, KI-Systeme bringen so eine Unsicherheit ins Gesamtsystem, dass es definitiv Sinn ergibt, nochmal separat die KI zu testen.
Es geht aber nicht immer nur ums Leib von Menschen und um das leibliche Wohl von Menschen. Es sind auch ganz einfache Business-Applikationen, die nicht funktionieren. Ihr habt das Beispiel mitbekommen, dass der DPT-Chatbot seine eigene Firma als schlechtesten Paketdiensten beschimpft hat. Ne? Da hat der Chatbot jetzt recht. Also er hat de facto nichts Falsches gesagt, wenn ich mal so frech sein darf. Aber es ist natürlich kein gewünschtes Verhalten vom DPT-Chatbot. Ja? Oder ein anderes Beispiel war, dass ein Chevrolet-Dealer, der Chatbot von einem Chevrolet-Dealer in den USA hat einem Kunden für erlaubt, für einen Dollar ein Chevrolet zu verkaufen. Und ein Gericht hat dem Kunden tatsächlich recht gegeben, dass der Händler für einen Dollar dieses Auto, was 30.000 Dollar kostet, verkaufen musste. Und das sind ganz einfache Business-Probleme, die auch passieren, wenn die KI nicht tut, was sie eigentlich tun sollte. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, über das man nicht so gerne redet in der KI-Community, was aber in der Software-Engineering-Community schon längst klar ist. Also, oder in jeglicher. Immer wenn man ein Produkt auf den Markt bringen will, das einen gewissen Qualitätsanspruch hat und eine gewisse Kundenzufriedenheit ermöglichen soll, ob es Autos sind, ob es Flugzeuge sind, ob es einfache Apps sind, dann muss man seine Applikation testen. Im Softwarebereich ist es klar, dass man Unit-Tests, Integration-Tests, End-to-End-Tests machen muss. Man setzt seine CI/CD-Pipeline auf, man hat eine ordentliche Development-Environment und man hat Prozesse. So gut wie kein guter Software-Engineer oder vielleicht nur die Besten der Besten der Besten, die werden Code direkt in ein produktives System pushen, vorbei an jeglichen Tests. Das wird so gut wie niemand machen. In der KI-Community haben wir das nicht. Wir haben keinen Fokus auf ein rigoroses Testen unserer KI-Applikation und wir haben auch keine richtigen Wege, um die KI zu testen, ob sie das macht, was sie machen soll. Und wenn wir das lösen als Foundation, dann können wir uns sicherstellen, okay, wir haben ein qualitatives Produkt, was wir auf den Markt bringen können und hoffentlich eine gleichbleibende Kunden-Experience. Und wie wir dazu kommen, da gebe ich nachher noch einen kurzen Deep Dive. 2, 3 Sätze noch zu uns. Certify ist ein Joint Venture. Uns gibt es jetzt seit einem halben Jahr zwischen PwC, Deka und der Stadt Hamburg. Wir haben den Auftrag, KI-Testing strategisch hier in Deutschland aufzubauen und später dann auch global auszurollen. Wir bieten jetzt gerade noch KI-Verordnungs-Consulting an und werden dann später einer der ersten notifizierten Stellen werden, um KI-Applikationen auch extern zu testen, wie von der KI-Verordnung vorgesehen. Und wir sind ein softwarebasiertes Unternehmen. Also ich bin überzeugt davon, dass wir nicht nur mit einer Herrschaft von Auditoren, von Menschen KI-basierte Systeme testen können, sondern dass das so automatisiert und softwarebasiert funktionieren soll wie möglich. 2, 3 Sätze zu unserem Team. Mit Robert macht es wahnsinnig viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Er hat N26 als einer der ersten Mitarbeiter aufgebaut, war am Ende im Aufsichtsrat, ist Vorstand beim KI-Bundesverband, ist in diversen Standardisierungsgremien, von Zenzenelec und DIN zum Beispiel mit dabei und ist deutschlandweit, würde ich sagen, einer der besten KI-Verordnungsexperten mit Professor Dr. Philipp Hacker, meiner persönlichen Meinung nach. Ich übernehme die technische Leitung von Certify, basierend, wie gesagt, auf meiner Erfahrung von Carriot in dem Volkswagen-Konzern. Und Steph kommt zu uns von AWS und leitet unsere Software-Tool-Entwicklungskompetenzen. Und Nico hat mehr als 10 Jahre im Volkswagen-Konzern und in Zürich geforscht, nur zum Thema autonome Fahren und wie man das sicherer gestalten kann. So, kommen wir jetzt dazu, wie kann man KI-basierte Applikationen testen? Im Endeffekt, was wir machen, ist, wir machen eine risikobasierte Analyse. Und das ist auch etwas, was keine Neuheit ist. In jedem sicherheitskritischen Kontext, in den meisten Produkten, die entwickelt werden, muss man sich mit den Risiken befassen, die von diesen Applikationen ausgehen. So. Die Situation ist die, dass kein gesamtes Produkt nur aus KI besteht. KI ist immer nur eine kleine Komponente. Okay? KI ist immer nur ein ganz kleiner Teil. Das Modell, das nimmt Input-Daten und gibt irgendwelche Daten raus und die werden verarbeitet und daraus werden dann Produkte gebastelt. Aber diese KI-Komponente sorgt für sehr viel Unsicherheit. Und da kann sehr viel schiefgehen. Kann schiefgehen, was ich vorhin gezeigt habe, dass Menschen sterben können oder dass einfach bestimmte Business-Ziele nicht erreicht werden. Das sind Bereiche, in denen KI-Applikationen gerne mal Fehler machen. Noch ein Beispiel zum Thema Fairness. Ich habe Freunde, die haben eine App entwickelt, mit denen man Selfies hochladen kann und dann nutzt eine KI und macht aus diesen Selfies professionelle Business-Fotos, ja, zu einem günstigen Preis. Diese Applikation kann nur in Nordamerika und in den USA jetzt gerade ausgerollt werden, weil das zugrunde liegende KI-Modell die Gesichter von nicht weißen Menschen weiß macht. Man sieht deutlich heller aus als vorher. Wenn man aus dem asiatischen Raum die Bilder hochlädt dort, dann sieht man ganz anders aus als die Fotos, die man hochgeladen hat. Ja? Daran stirbt niemand, aber es ist trotzdem katastrophale User Experience. Das Produkt kann de facto in manchen Bereichen einfach nicht ausgerollt werden, von den ethischen Aspekten mal ganz abgesehen.
Dann haben wir die Themen Autonomy und Control. Kann die KI eigenständig alle Entscheidungen treffen? Haben wir noch einen Menschen in the loop oder on the loop? Verlässlichkeit, meine Lieblingsdimension. Ich glaube, wenn wir Verlässlichkeit lösen können, dann können wir viele andere Dimensionen auch fast mitlösen. Wie verlässlich funktioniert mein KI-System in normalen Situationen und in Situationen, die vielleicht nicht so oft vorkommen? Privacy, wie sind wir mit den persönlichen Daten umgegangen und ist es einfach, sensitive Daten aus dem KI-Modell wieder zu extrahieren? Da gibt es auch schöne Methoden für. Und dann haben wir das Thema Transparenz für Nutzer. Explainability kommt da auch noch mit dazu. Explainability, bin ich so ein bisschen gespaltener Meinung. Man kann viele, also es gibt auch Erklärbarkeit von Autos, es gibt auch Erklärbarkeit von Flugzeugen. Ich verstehe das nicht. Ich habe 7 Jahre im Autokonzern gearbeitet. Ich weiß immer noch nicht, wie Autos funktionieren. Also Erklärbarkeit ist nicht immer unbedingt das Ziel, dass man dem System auch wirklich vertrauen kann. Das hilft Developern, die besser zu machen. Aber für User ist oft Erklärbarkeit nicht immer das, was man besonders braucht. Themen Safety, Security und Sustainability natürlich auch noch. Wie geht man da grob ran? Also das Kernstück von dieser Risikoanalyse, man macht eine Risikoanalyse, wie gesagt, man guckt sich diese Dimension an und guckt, wie relevant die Dimensionen sind. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also man guckt sich an, nicht für jeden Use Case sind alle Dimensionen relevant. Wenn du zum Beispiel einen Machinery Use Case hast, wo zwei Maschinen miteinander interagieren, dann sind die Themen Privacy und Fairness, die Risiken nicht so relevant, aber Verlässlichkeit, Autonomy und Transparency könnten zum Beispiel deutlich relevanter sein. Dann schaut man sich an, welche Risiken können da passieren, wie kann die KI diskriminierend unfair wirken, was passiert, wenn die KI Fehler macht und dann überlegt man sich Risikomitigationsstrategien. Dann kann man sagen, okay, ich schaue mir den Datensatz an, auf dem meine KI trainiert wurde und stelle sicher, dass ich einen einigermaßen balancierten Trainingsdatensatz habe, weil, wie vorher gesagt, die Daten und die Modelle sind ja der Code, der getestet werden müssen. Oder ich gucke mir zum Beispiel an, ich designe ein Testset, wo ich ganz klar Randszenarien festlege und schaue, wie reagiert die KI in diesen Randszenarien. Wenn sie die gut besteht, dann habe ich hoffentlich eine hohe Chance, dass sie ganz verlässlich ist. Und dann sammle ich Evidenzen. Ich mache eine Argumentation am Ende. Ich sage, okay, ich habe die folgenden Risikomitigationsstrategien umgesetzt, um die folgenden Risikoziele zu erreichen und gehe davon aus, dass das verbleibende Restrisiko akzeptabel ist. Und das ist ja alles, was wir zeigen wollen. Also kein System ist zu 100% sicher, kein Prozent ist zu 100% perfekt unterwegs. Auch kein Auto, auch kein Flugzeug, überall können Fehler passieren. Aber wir müssen uns ganz bewusst mit den Risiken beschäftigen, diese gezielt mitigieren, um die Risiken halt eben so klein wie möglich zu halten. So, jetzt nochmal zum Thema Prozess, was ich vorhin angesprochen habe. Also als ein Engineer, you don't just push to prod zumindest. Was ihr hier seht, ist das V-Modell, das Wasserfallmodell. Da kann man jetzt gespaltener Meinung zu sein. Ich glaube, das ist aber ein ganz guter, erklärbarer Weg, um erstmal anzufangen mit dem Wasserfallmodell und es später dann noch ein bisschen iterativer und agiler entwickeln zu lassen. Aber ganz wichtig ist, sich von vornherein klar Gedanken zu machen, was ist das Ziel von meiner KI-Applikation? Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich habe 7 Jahre in der KI-Community gearbeitet. Ich habe wenige Projekte gehabt, wo von Anfang an alle Anforderungen sehr akkurat schon waren und man von vornherein wusste, ich brauche 99% Accuracy, dann kann ich das freischalten. Das weiß man oft nicht. Das befreit einen aber trotzdem nicht davon, sich von vornherein Gedanken zu machen, in welchen Situationen soll mein KI-System funktionieren und welchen nicht. Dann muss man sich die Architecture überlegen und da möchte ich gerne das Konzept der Operational Design Domain etablieren. Das kommt aus dem Automobilkonzept und dann bleibe ich vielleicht beim Autobeispiel. Wenn wir sagen, wir wollen ein autonomes Fahrsystem entwickeln, was nur auf der A9 zwischen München bis Ingolstadt, nur im Sommer, nur bei plus 20 Grad, nur bei Sonnenschein sozusagen funktioniert, dann kann ich das ganz klar festlegen. Okay? Dann habe ich ein Geofence, dann habe ich eine Zeit, wo das System funktionieren soll. Dann wissen die Engineers hier unten, in welcher Situation sie Daten sammeln sollen. Wenn ich weiß, ich will nur auf der A9 zwischen München und Ingolstadt alleine fahren, dann brauche ich keine Daten aus Japan gerade. Dann brauche ich keine Daten aus Afrika zum Beispiel. Aber später, wenn ich um das Thema Risikomitigation spreche und ich davon spreche, ich möchte, dass mein System robuster ist und nicht nur auf der A9, sondern auch in anderen Situationen funktioniert, dann kann es sehr viel Sinn ergeben, auch Daten aus anderen Bereichen zu sammeln. Naja, diese Operational Design Domain, ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine Grenze von meiner Applikation, wo sie funktionieren soll. Und das Spannendste an KI-Applikationen ist, wie arbeitet sie an Grenzfällen? KI ist oft sehr gut, dass so, wo sie funktionieren soll, dass sie das macht, was sie machen soll, aber an den Grenzverhalten, da wird das Verhalten oft tricky und das ist halt einfach ein Problem, was wir versuchen zu mitigieren. Also, Anforderung, dann muss ich designen, was ist die Grenze meiner Applikation?
Und dann komme ich zum Datensatz. Wie besprochen vorhin, die Daten sind Teil von meinem Code, den ich habe. Dann habe ich an meinen Datensatz Anforderungen. Der leitet sich aus der Operational Design Domain ab. Ich weiß, wie balanciert ich die Daten für meinen Credit Scoring Algorithmus sammeln muss. Ich weiß, welche Daten an den Grenzen ich sammeln muss für einen Testdatensatz. Ein weiteres Konzept, von dem ich mittlerweile ziemlich überzeugt bin, ist, wenn mir Leute erzählen, dass sie bald einen Chatbot deployen wollen, dann frage ich einfach nur, wie stellst du sicher, dass der Test, dass der Chatbot macht, was er machen soll? Okay. Meine Engineers machen das. Okay. Und du vertraust deinen Engineers? Ja, schon eigentlich. Okay, frag die mal, wie die KI testen. Okay, die wissen das auch nicht so ganz. Wo ich glaube, was sinnvoll ist, ist, dass jeder Business Owner, der oder die die Requirements hier oben einsetzt, an sich einen Testdatensatz eigentlich ownen muss. Und dass das interne Entwicklungsteam dann auf meinem Testdatensatz die Tests durchführen soll, aber ich nur die Ergebnisse im Detail sehe und das Entwicklungsteam nicht, damit es kein Overfitting auf dem Testdatensatz gibt. Aber anderes Thema. So, man hat Anforderungen an den Datensatz, man sammelt die Daten, testet die Daten, hat am Ende ein Datensatzprodukt. Dann entwickeln wir das KI-Modell. Da kommt rein, zum Beispiel, ich möchte mit 99% Genauigkeit Stoppschilder erkennen oder was auch immer. Dann designt man sein neuronales Netz oder einen anderen Machine Learning-Algorithmus, testet den und kann dann am Ende überprüfen, okay, erreiche ich jetzt diese 99% Genauigkeit, um Stoppschilder zu erkennen oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Dann gehe ich einen Schritt zurück zum Datensatz und füge ganz gezielt Bilder hinzu oder Daten einfach, wo ich vorher noch nicht so gut performt habe, wie ich eigentlich performen sollte. Dann macht man das so lange, bis man hoffentlich seine KPIs erreicht und am Ende hat man dann ein Modell, was in irgendeinem eingebetteten Produkt laufen soll, was in der Cloud deployed wird, eine gewisse Latenzanforderungen hat oder eben auf der Hardware, zum Beispiel im Auto. Und dann kümmere ich mich am Ende um das letzte große Kreis da oben und das ist das Thema Deployment. Wie kann ich sicherstellen, dass ich keinen Concept Drift habe, Model Drift habe und wie monitore ich das Ganze und wie stelle ich sicher, dass das Ganze funktioniert. So, sind wir gleich am Ende meiner Präsentation. Das ist verdammt viel Aufwand, okay? Es macht sehr viel mehr Spaß, einfach irgendwas loszuhacken und zu sagen, hey Oma, hey Opa, guck mal, ich habe hier eine coole KI-Applikation gebaut. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn wir verlässlich KI-Applikationen entwickeln wollen, dann ist das der einzige richtige Weg, wie man sich damit beschäftigen muss. Eine Kombination aus Risikoanalyse und einem sicheren KI-Entwicklungsprozess. Genau, vielleicht die letzten zwei Slides. Wie können wir dabei helfen? Wir können helfen mit EU AI Act Compliance, Hochrisikosysteme nach der KI-Verordnung. Die werden ein externes Testing in gewissen Situationen nachziehen. Das werden wir in Zukunft anbieten. Bis jetzt bieten wir mit unseren Partnern da Compliance dafür vor. Wir können euch helfen zu gucken, wo steht ihr gerade auf eurem Trustworthy AI Journey und wie kann euer Entwicklungsprozess noch weiter angepasst werden. Und dann am Ende, wir können jetzt schon ein Certificate of Conformity von DEGRA ausstellen. Also wir sind ja ein DEGRA Joint Venture, dass wir halt ein Siegel bekommt, hier die KI ist nach unserem aktuellen DEGRA-Framework sozusagen entwickelt worden und es gibt noch andere Standards, nach denen man testen kann, wie zum Beispiel eine 42001. Und genau, das ist auch das gemeinsame Offering, was wir eben mit DEGRA hier an den Markt bringen. Wenn ihr Fragen habt, gerne an mich, ansonsten meine abschließenden Worte. Stellt sicher, dass die KI das macht, was sie machen soll, dann kriegen wir es an den Markt. Besten Dank.